Ah, okay, da hoch. So. Dann geh mal. Dann gehen wir mal erkunden. Was ist das denn? Was ist was Neues? Bedürfnis nach Sauberkeit. Oho. Ei. Dann scheint es aber komplett zu entdecken, so wie ich das hier sehe. Jawohl. Schon unterwegs. Alles klar. Aha. Lila. Ah, okay, dann fällt es doch wieder in Nebel, wenn man sich nicht da drin befindet, wie ich es gesagt habe. Wo soll ich jetzt hin? Ah, da. Okay. Sofort. Dann gehen wir da doch mal hin. Ach, da ist der Typ hier. Sofort. Ei. Und jetzt? Ah. Kannst du reden? Seid gegrüßt, ehrenwerter Ritter. Wir benötigen dringend Wollkleidung. Ob ihr uns wohl welche schicken könntet? Wolle dafür erhaltet ihr südlich von eurer Siedlung. Wir wären euch ewig dankbar. Unser Dorf heißt euch willkommen. Es ist ein kleines Dorf, doch wir mögen es. Okay, ja, ist schön, dass ihr euer Dorf mögt. Das interessiert mich aber gerade echt einen feuchten Kehricht. Wir sollen jetzt nach Süden. Wolle, Wolle, Auf Wolle, euren Wolle. Befehl. Wo haben wir die Wolle? Sofort. Im Süden. Da müssen wir hier mal hin. Schon unterwegs. Aber da sind doch auch die Wikinger, oder? Hm. Könnte das jetzt schon die erste Schlacht geben? Gerberei. Ja, was heißt das da? Wie lange ein Siedler arbeitet, bis dieses Bedürfnis wieder aufgefüllt werden muss. Ach so. Die haben selber ja auch das Bedürfnis, ne? Dann rüsten wir den doch auch mal auf. Und die Metzgerei auch. Oder habe ich kein Vieh mehr? Doch, Vieh habe ich genug, okay. Und dich rüste ich auch mal auf. Ah, da kommen wieder meine Geldheinis. So, die Metzgerei machen wir direkt nochmal und die Bäckerei machen wir noch nicht. Nahrung ist gerade echt knapp. Da müssen wir gucken. So, Metzgerei Stufe 3 gleich, aber Geld kriegen wir. Was auch immer wir damit anfangen können. Macht er jetzt beide direkt? Mal gucken. Ne, der nimmt erstmal nur das eine. Geht er jetzt direkt zum Lager? Oder bringt er das erstmal hier rein? Leute, der fährt jetzt ernsthaft wegen einem da hinten hin, ja? Aber hier ist doch jetzt noch. Machst du das denn da jetzt wenigstens? Na, immerhin. Ich glaube, da mache ich noch eben ein drittes Teil hier. Damit die nicht immer wegen einem blöden Getreide da hochfahren. Das ist ja mega öde. Können wir die jetzt auch aufrüsten? Ja, ich weiß, Nahrung wird knapp. Das ist mir bewusst. Ich arbeite dran. So, wir haben hier Eisen, Stein und Wild. Was ist das? Ach so, das ist nix. Oder muss ich dahin? Sofort. Er hat doch Süden gesagt, oder? Ja, da sind sie doch. Wir danken für euren Besuch. Gern würden wir mit euch Handel treiben. In ganz Schalja findet ihr keine bessere Wolle und keinen frischeren Fisch. Okay, und wie handle ich jetzt? Sofort.
Ah. Das heißt, ich kann jetzt hier einkaufen. Wolle. Forderlich für Wollkleidung. Ein Stück kostet 30 oder kosten 5 Stück 30? Ach, 9 Stück kosten 30. Ja, okay. Dann holen wir uns mal gerade ein bisschen Nahrung noch dabei. Befehl verstanden. Kannst du wieder zurückkommen. Ganz wie erwünscht. Und hier können wir dann hier den Weber bauen. So, der macht dann daraus schöne Kleidung. Hier sind wieder ein paar Kornfelder zum Abernten. Hast du immer noch Hunger? Okay. Du hast keinen Fisch mehr. Ja, ist klar. Ist halt so weit weg, ne? Der Bestand ist immer noch auf 30. Ah, der frischt sich wieder auf, ja. Machen wir doch da noch eben einen neuen draus. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Uiuiuiui, ein Karren mit Rohstoffen. Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Nee, nichts zurückschicken. Zur Nahrung, zur Nachricht springen. Hey. Ah ja, okay. Es müsste doch jetzt automatisch alles passieren hier, oder? Muss ich jetzt hier noch irgendwas machen? Alter, geh mal weg mit deinem Lappenkopf da. Danke. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, ne? Was ist jetzt hier? Ah. Lagerstufe 2. Kirche Stufe 2. Reinigungsgüter 12 und 30 Bevölkerung, okay. Aber ist ja gerade nicht unsere Aufgabe, von daher ist ja alles gut. Kann ich jetzt jederzeit mit denen handeln? Nee, okay, da muss meine Ische da wieder dahin reiten, ja. Mhm. Hm, okay. Ist immer noch nichts zu essen? Ja, dann... Hier ist doch überall Essen. Was willst du denn? Ist so viel zu essen da. Komm mir nicht mit, du hast kein Essen. Das akzeptiere ich so nicht. Alle können essen, nur du nicht. Bist du selber schuld. Wo ist der denn? Ah, okay. Ich hole etwas zu essen. Ja, das sollst du ja auch. Ah, die machen dann erst den Karren leer. Okay, ich verstehe. In der Zeit füllen sich natürlich dann unsere Lager wieder auf. Das ist natürlich gut. Gewitzt, gewieft ist das. Gewieft. Okay, Kleidung. Und weh, ihr nehmt mir die Wollpullis. Ja, ich glaube, dann müssen wir doch hier die Jägerhütte nochmal aufrüsten, oder? So. Und den Fischer vielleicht auch. Ach, den habe ich ja aufgerüstet. Hätte ich beinahe wieder zu viel gemacht, ne? Irgendwann ist es zu viel des Guten hier. Ah, ja, die haben hier zu tun. Das ist sehr gut. Kann ich ja eigentlich einen dritten dazu holen. Die Fischerei dürfte nicht zu viel zu tun haben, oder? Ne, er hat keine Fische gerade. Die kommen auch gerade klar. Okay. Da ist wieder Geld reingeklingelt. Ich hab's genau gehört. Werden die jetzt Sachen gelagert? Die werden verbraucht. Warum werden die verbraucht? Das ist jetzt blöd. Muss ich dem das direkt geben jetzt? Wie mache ich das denn? Kann ich die nicht irgendwie... Kann ich nicht sagen, dass ich das nicht... Dass ich das nicht... vergeben will? Ei! Sofort!
Naja, ich muss auf jeden Fall jetzt wieder hier runterlaufen und Dinge zu kaufen. Jawohl. Anders geht das nicht. Dann werde ich hier ein paar mehr Arbeiter drin haben müssen. Okay, Geld haben wir auf jeden Fall genug, daran dürfte es nicht scheitern. So, wir möchten mehr Wolle haben. Oh, das wird immer teurer dann, ja? Okay. Machen wir mal 18 Stück. Ja, Essen haben wir jetzt gerade genug. Alles klar, schon unterwegs. Kommst du mal wieder zurück? Ganz wie ihr wünscht. Gerade aufs falsche Dingens geklickt. Ah, okay, da gehen unsere Karren mit Geld dann los. Ah, im Winter gibt's kein Korn. Ha, das ist natürlich gut zu wissen. Oh, das ist sehr gut zu wissen, dass man im Winter nicht auf Korn bauen kann. Aber auf Fisch. Und auf Wild. Ist doch gut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, den müssen wir jetzt noch einmal aufrüsten, damit er auf 3 ist. In der Zeit können wir auch die Kirche noch aufrüsten und das Lagerhaus. Okay, ist zum Glück nicht wie bei Siedler 7, ne? Ein Lagerhaus und da ist noch eins und alle muss man aufrüsten. 10 Millionen Lagerhäuser dann aufrüsten. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Aber die führen jetzt hier einigermaßen die Produkte. Haben auch alle was zu tun. Okay. Oh, die Kirche ist gleich schon ausgebaut. Wofür ist die? Sitzplätze 15? Siedlerlimit? Ah! Siedlerlimit erhöht. Okay. Ja. Das Lagerhaus wird jetzt auch aufgebaut. Wie sieht das hier bei euch aus? Ah, die haben noch... Oh, die haben noch... Auch, oh, die haben noch Bäume. Ah, wir haben aber einen großen Radius. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, wie sieht das jetzt hier aus mit meinen Klamotten? 7. Okay. 7. Haben die jetzt schon wieder die ganze Dingens verbrannt? Ah, ne, 12 Stück. Okay. Rittertitel abgehakt. Position erreichen. Welche Position? Ah, okay. Was war das? Jäger. Was war das jetzt? Hm. Also wir sollen nach da oben. Okay. Dann, das können wir doch eigentlich mal machen. Alles klar. Dann geh mal dahin. Befehl verstanden. Und wir haben noch eine Aufgabe. Und zwar liefern. Wenn wir denn jetzt 9 haben, können wir die auch liefern. 9. Ah, liefern. Ein Karren wurde ausgesandt. Sehr gut. 30 von 30? Baronin. Unterhält Siedler. Siedler können Ehefrauen finden, steigert den Ruf der Stadt. Okay. Das ist hier voll das Saufgelage anfangen, ja. Okay. Was geht hier? Hier hoch, oder was? Alles klar. Banditen. Ja, okay, wir müssen da hoch.
Auf euren Befehl. Sofort. So. Wieso hat er keine Kleidung? Wir haben doch hier, Willkommen in Svanage, dem Juwel der Halbinsel von Shalya. Schlagt Alarm! Ein Langschiff der Wikinger wurde gesichtet. Oh, werter Ritter, bitte beschützt unser Dorf vor dem Angriff dieser Barbaren. Wir danken euch für die Lieferung der Wollkleidung. Von jetzt an erachten wir euch als Handelspartner. Bitte besucht unser Lagerhaus, um zu sehen, was wir anzubieten haben. Oh wei, die machen aber ordentlich Schaden, oder? Ah, okay, da ist jetzt gerade der erste draufgegangen. Ich dachte gerade nämlich, das wäre der eine, der so viele Lebenspunkte hätte. Da ist gerade der zweite gestorben. Da ist das Wikinger-Schiff. Diese Wikinger wollten unsere geliebten Ehefrauen rauben. Dank eurer Hilfe aber wurden sie gerettet. Unsere Stadt würde ebenfalls von Ehefrauen profitieren. Wir sollten ein Fest auf dem Marktplatz veranstalten und abwarten, was geschieht.